Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute behandeln wir ein Thema, was den einen oder anderen in den Jahren zuvor viel mehr beschäftigt hat als jetzt, was aber vielleicht irgendwann ja mal wieder ein bisschen auf die Agenda kommen könnte, nämlich wie sicher ist eigentlich mein Konto beim Broker? Und zwar geht es heute um das Thema Segregated Accounts. Wenn ihr den Begriff Segregated Accounts erstmal ins Deutsche übersetzt, dann heißt das so viel wie getrenntes Konto. Und getrenntes Konto, das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ihr ein Brokerkonto habt und das ist ein sogenanntes Segregated Account, also ein getrenntes Konto, dass euer Geld getrennt vom Geld des Brokers aufgehoben wird oder beziehungsweise aufbewahrt wird. Warum ist das jetzt so wichtig? Ich will euch kurz eine kleine Story aus meinem Traderleben erzählen. Und zwar vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich einmal ein Brokerkonto bei Refco. Wer das mal nachschauen möchte, die ganze Geschichte, REFCO, Refco, das war ein sehr großer Broker mit Sitz in Chicago. Und ich habe einige Jahre über den gehandelt, war sehr, sehr zufrieden. Die hatten eine Niederlassung in Deutschland, in Düsseldorf. Und tolle Firma, hat toll geklappt. Ne? Also es war alles große Klasse. Und eines Tages rief mich ein Freund an und sagte, ganz frühzeitig, ich glaube, war kurz nach 6 Uhr, rief mich an und sagt, Refco ist pleite. Und da habe ich mich erstmal gewundert und gesagt, wie, Refco ist pleite? Die sind doch erst vor einigen Wochen an die Börse gegangen. Die können doch nicht pleite sein. Es war aber tatsächlich so, Refco war pleite. Und wenn du das sowas zum allerersten Mal erlebst, dann hast du natürlich sofort Angst um dein Geld. Und wir haben dann sofort 8 Uhr dann in Düsseldorf angerufen. Und dann habe ich erfahren, ich habe ja ein Segregated Account. Ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, dass es so etwas gibt. Und glücklicherweise hatte ich aber solch einen Account. Es gab damals zwei Unterschiede, nämlich einmal, wer bei Refco war, der hatte einen Segregated Account. Wer bei Refco FX war, die saßen in der Schweiz, der hatte kein Segregated Account. Das heißt, da war das Geld weg. So, und was ist dann passiert? Unser Geld war, also der Broker war tatsächlich pleite, warum auch immer. Und wir konnten aber sofort weiterhandeln. Warum? Weil unser Geld ja da war. Ne? Das heißt, die Firma war insolvent, unser Geld, das Kundengeld war aber da. Wir konnten sofort weiterhandeln und wir wurden dann später zu einem anderen Broker verkauft. Wir sind dann zu Marex nach London gegangen und von da an habe ich dann allerdings das Konto aufgelöst und bin dann zu einem amerikanischen Broker gegangen. So, und damals, wie gesagt, völlig unwissend, hatte ich dieses Konto und damit war mein Geld also geschützt. Bedeutet also, wenn ihr einen Segregated Account habt, dann das Geld ist getrennt, der Broker geht pleite, euer Geld ist immer noch da. Das ist so ein bisschen was wie das Sondervermögen, wenn ihr einen Aktienfonds habt. Also wenn ihr zum Beispiel bei der DWS, der Fondsabteilung der Deutschen Bank, einen Fonds habt, dann ist das ja auch Sondervermögen. Geht die DWS jetzt pleite, relativ unwahrscheinlich, aber sollte es doch passieren, dann ist trotzdem euer Geld noch da, weil es eben als ein Sondervermögen ausgelagert ist vom Vermögen der Fondsgesellschaft und kann auch von der Insolvenz, vom Insolvenzverwalter nicht angegriffen werden. Jetzt muss man allerdings sagen, dass es auch zwei Fälle gab, wo man Segregated Accounts hatte und das Geld trotzdem zumindest vorläufig weg war. Und zwar der eine ist der Broker PFG Best gewesen. PFG Best, bei dem war ich auch mal ganz kurz, allerdings nur so 2 Monate ungefähr, weil mein Broker, ich hatte früher mal ein Konto bei Elleron und Elleron, das war also ein Chicago Broker, die wurden dann mal von PFG Best gekauft und mein persönlicher Ansprechpartner, Dave, falls du das siehst, ne? Viele Grüße nach Chicago. Ich bin mir relativ sicher, er sieht es nicht. Der hat damals gesagt, komm, lass uns weggehen von PFG Best. Mir gefallen die von der Unternehmenskultur her nicht. Wir sind dann weggegangen, wir sind dann zu einem anderen Broker gegangen. Und PFG Best ist dann später auch pleite gegangen, denn die haben jahrelang diese Segregated Accounts gefälscht. Also das heißt, die haben der Wertpapieraufsicht gegenüber der CFTC gesagt, jawohl, das ist alles getrennt, war es aber gar nicht. Und deswegen war das Geld dann weg. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Kunden, die bei PFG Best waren, ihr Geld wiederbekommen haben. Und es gab noch einen ähnlichen Fall, nämlich, das kennt vielleicht auch der ein oder andere deutsche Anleger, und zwar MF Global. Und wer beispielsweise ein Konto bei WH Self Invest hatte, vor einigen Jahren und Futures gehandelt hat, der hat eventuell über MF Global gehandelt. Und die haben sich verzockt.
mit, ich glaube, mit europäischen Staatsanleihen. Und auch die haben die Kundengelder dazu genommen, was sie eigentlich nicht dürfen. Ne? Aber so ist es halt manchmal. Und da war das Geld dann auch weg. Und das hat teilweise sehr lange gedauert. WHS hat das dann, glaube ich, aus eigener Tasche auch bezahlt und hat das ausgeglichen. Also es war damals von WHS, muss man echt sagen, eine noble Geste, was die damals gemacht haben. Weil sie hätten es nicht zwingend tun müssen. So, mittlerweile ist aber die Regulierung wirklich so streng geworden, dass eigentlich die ganzen Broker das auf die Reihe bekommen und wissen, beziehungsweise, dass eigentlich kein Broker mehr in der Lage ist, keine Segregated Accounts mehr anzubieten. Und ich habe für euch mal hier bei IB, also bei Interactive Brokers, herausgesucht, auch den entsprechenden Part. Und den blende ich euch hier mal ein. Und da seht ihr also, wie das auch beschrieben ist, dass also auch, wenn ihr zum Beispiel ein Konto habt bei Interactive Brokers oder bei CapTrader oder bei Lynx Broker oder bei Agora oder bei irgendeinem anderen Ableger von IB oder eben auch IB direkt, dass ihr dann in so einem Segregated Account seid. Ich habe mal ganz schnell geschaut, ich bin mir zu 99% sicher, dass auch bei Tastyworks oder bei DeGiro, dass auch dort die Konten Segregated Accounts sind, aber ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Das heißt, wenn ihr ein Konto bei denen habt, fragt bitte mal nach, und wo es steht, dass euer Konto also ein Segregated Account ist. Sollte es nicht so sein, also solltet ihr irgendeine Kontoform vielleicht gewählt haben, wo das Geld nicht vom Geld des Brokers getrennt ist, dann macht das auf jeden Fall. Geht in einen Segregated Account, wenn es nicht ohnehin schon ist. Ich gehe davon aus, zu 99,5% ist es sowieso ein Segregated Account. Geht da also raus und macht so einen Segregated Account. Das ist sehr wichtig. Und für alle, die jetzt hier zuschauen und keine Optionen handeln, ne, das ist besonders wichtig, auch wenn ihr bei einem CFD-Broker seid oder wenn ihr bei einem Forex-Broker seid, weil bei denen ist das nicht immer zwingend so. Gibt mittlerweile sehr, sehr viele auch, die das auch so gemacht haben. Da hat es dann vielleicht einen anderen Namen, aber lasst euch das auf jeden Fall nochmal bestätigen. Lasst euch das in den Unterlagen zeigen, falls ihr es nicht gleich findet, dass ihr also sicher sein könnt, dass euer Geld getrennt ist vom Geld des Brokers, weil dann kann der Broker pleite gehen. Das ist jetzt nicht so toll, aber dann könnt ihr trotzdem über euer Geld weiter verfügen, weil stellt euch einfach mal vor, ich kenne einige, die waren bei MF Global und die haben dann teilweise jahrelang auf ihr Geld gewartet, und das nützt dir ja nichts, wenn du sagst, ich habe tolles Wissen, ich weiß, wie man an den Märkten Geld verdient, ich kann aber auf mein Geld nicht zugreifen. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtig, immer darauf achten, dass ihr Segregated Accounts habt. Bei den großen Brokern könnt ihr eigentlich immer davon ausgehen, dass ihr das habt. Falls ihr mal zu einem kleineren Broker geht, es kommt ein neuer Broker an den Markt, dann überprüft bitte das unbedingt, dass das auch so ist. Das ist wichtiger, als ob der 5 Cent weniger Gebühren verlangt. Okay? So, Segregated Accounts. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr auch andere Fragen habt zur Absicherung und so weiter, was die Brokerkonten betrifft, schreibt mir das hier unten in die Kommentare, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.